Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2. Wir wollen jetzt die letzten zwei Bibliotheksrätsel noch angehen. Gehirnwendungen sind aktiv. Ja, wir wollen helfen. Alle 500 Jahre treffen sich am Himmel zwei Kometen. Bücher zu dem Thema deuten darauf hin, dass dieses Ereignis heute das nächste Mal eintreten wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen, nur leider kann ich nicht herausfinden, wo genau am Himmel sie sichtbar sein werden. Hier, werft einen Blick auf diese Karte. Unter gutem Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Sie schneiden, bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keinen der Sterne. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Okay, also bevor und nachdem sie aufeinandertreffen, keinen Stern auf der Bahn. Aber das war groß geschrieben. Das heißt, sie können sich auf einem Stern treffen. Oder bei einem Stern. Also während sie sich treffen, kann es ein Sternfeld sein. Würde ich nach der Formulierung, weil sie haben es auch so groß geschrieben. Das heißt, es betrifft nur den Zeitpunkt vor dem Treffen und den Zeitpunkt nach dem Treffen. Aber während des Treffens könnten sie auf einem Sternenfeld landen. Und sie arbeiten immer diagonal, also fliegen immer diagonal. Das wäre hier zum Beispiel. Fliegen sie beide parallel diagonal oder? Na gut, wenn sie sich treffen, fliegen sie gegeneinander, natürlich. Hallo, Gehirn, habe ich gesagt, ist aktiv. diagonal. Heißt das, sie können auf derselben Bahn fliegen? Sprich, einer kommt von hier oben links und fliegt diagonal und der andere kommt von hier unten rechts und fliegt diagonal und sie treffen sich hier beispielsweise? Damit ist ja alles gegeben. Sie fliegen diagonal aufeinander zu. Treffen sich bei einem Stern und dann ist die Frage, fliegen sie dann weit? Ja gut, es ging ja darum, dass sie danach auch keinen Stern treffen. Das heißt, sie fliegen danach, nach dem Aufeinandertreffen, unbeirrt weiter oder prallen sie diagonal schräg ab? Uff, das ist jetzt eine echte Interpretationsfrage, wie der Text zu verstehen wäre. Und haben sie immer dieselbe Entfernung? Oder können sie sich tatsächlich hier mal in der Ecke treffen? Weil es ist ja auch gegeben. Selbst wenn der eine diese Flugbahn benutzt und der andere diese, sie fliegen diagonal, treffen sich bei einem Stern und fliegen diagonal jeweils weiter und treffen auf keinen weiteren Stern. Okay, dann wäre dieses Quadrat hier theoretisch möglich. Was hätten wir denn noch? Hier, wenn sie beide dieselbe Bahn haben, ist das hier auch möglich. Sie treffen auf keinen Stern. Es sei denn, hier fliegt einer lang, dann trifft er auf einen. Ich weiß halt deren Flugbahn nicht. Ah. Hier ist horizontal auf jeden Fall eine gerade Linie, aber darum geht es ja gar nicht. Sie sollen ja diagonal fliegen. Dann wäre hier noch was frei. Selbst wenn sie auf derselben Bahn fliegen. Dann kommt der andere von... Hier geht nicht, da oben ist ein Stern. Da oben ist ein Stern. Hier ist kein Stern. Also selbst wenn sie 90 Grad diagonal zueinander fliegen, wäre hier kein Stern. Aber es irritiert mich so, dass sie das so groß geschrieben haben, bevor und nachdem.
Das ist ja Auslegungssache. Wenn Sie bevor und nachdem ausschließen, aber nicht währenddessen und das auch so explizit groß schreiben, wollen Sie vielleicht darauf hinweisen, dass es während des Treffens ein Stern sein darf? Bringt mich wieder zu dem hier. Bei den anderen sehe ich erstmal nichts auf Anhieb. Hier kann es nicht sein, weil da oben ein Stern ist. Hier ist da unten einer, da oben einer. Und genau in der Ecke wird es vermutlich nicht sein. Hier ist auf dieser Diagonalen keiner. Aber ich weiß halt deren Flugbahn nicht. Dürfen sie sich bei einem Stern treffen oder nicht? Ich würde sagen ja, weil sie es so groß schreiben. Das ist auch der einzige Stern, wo sie sich treffen können. Die am Rand schließe ich jetzt mal kategorisch aus. Hier ist noch ein anderer Stern in der Flugbahn. Und auch jeweils auf den anderen Flugbahnen. Und hier ebenfalls. Es sei denn, sie kommen beide von da oben. Beziehungsweise einer von da unten, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich probiere mal den hier. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort war. Ich glaube aber schon, nach dem Ausschlussprinzip trifft es auf alle Gegebenheiten zu. Ärgerlich. Ich dachte, wir schafften vielleicht mal direkt beim ersten Tipp die Antwort. Dann nehmen wir, das war hier. Ja, hier war das. Das hatten wir noch zur Alternative. Ach, vielleicht sollte ich manchmal wirklich auf meinen zweiten Gedanken hören und nicht auf meinen ersten. Aber natürlich! Wie konnte ich das übersehen? Ja, wie konnte man nicht drauf kommen? Ach, vielen Dank für eure Hilfe. Dafür bekommt ihr Leistungspunkte in Astronomie. Na gut, dann fehlt uns nur noch ein Leistungspunkt. Das war bei ihm hier, glaube ich. Seid gegrüßt, junger Mann. An die Miliz gebundene Forscher zu euren Diensten. Apropos Dienst. Wie wäre es, wenn ihr mir einen erweist? Perfekt. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz betraut. Ich habe mich genauestens an seine Anweisung gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde es euch zeigen. Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der 7 Wachtürme erreichen. Wachstube X ist da unten. Einer der 7 Wachtürme. Okay. Die Patrouille kann einem beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg anhalten. Jetzt. Warum? Also müssen sie umständlich laufen? Also sie können nicht direkt zu ihrem Turm? Also wenn X Patrouille A zum Beispiel bei X startet, kann sie doch direkt zu Turm A und fertig aus. Da gibt es keinen 6. Turm auf dem Weg. Oder muss ich so laufen, dass beispielsweise Turm A dann der 6. Turm ist und dann gehen sie da rein? Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Okay, das habe ich mir schon gedacht bei den ganzen Kreuzungen. Also bei dieser Wegführung, die jetzt da ist, habe ich mir schon gedacht, dass es so ein Rätsel wird, dass man keinen Weg zweimal laufen darf. Einer der Türme wird niemals eine Garnison haben. Dann ist es vermutlich wirklich so, dass man so laufen muss, dass der 6. Turm dann besetzt wird. Das heißt, X kann nicht einfach zu A rennen. Und X kann nicht einfach zu F rennen. Also, wenn man zu F will, muss F der 6. Turm sein. Okay. Welcher?
Okay. Machen wir erstmal A. Damit A der sechste Turm ist, läuft man einfach außen rum. Dann passiert man F, E, D, C, B und A ist dann der sechste Turm. Okay, hier ist es möglich. B ist schon etwas komplizierter, aber. Ah, nee. Nee, da läuft er über F, E, D, G, A und landet dann bei B. C. Da läuft er über A, G, F, E, D und dann landet er bei C. Okay. Das ist. Das ist schwieriger. Damit D der sechste Turm ist. D wird der siebte Turm, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ach nein, nein, stimmt ja. Wir laufen F, G, A, B, C. Und dann landet er bei D, okay. E. Dann läuft er über. Ah nee, dann ist er wieder der siebte Turm. Hier sehe ich jetzt keinen Weg auf Anhieb. Okay, also bei E sehe ich tatsächlich keinen Weg, damit er der sechste Turm wird. Er wird immer der siebte oder weniger. Wie ist denn mit F? A, B, C, D, G. Und dann F ist der sechste. G. G ist dann schon wieder eine Ansage. Da ist es der fünfte Turm, wenn wir da lang gehen. Wobei mir gerade einfällt, bei der Formulierung ist so ein kleiner Knackpunkt. Die Patrouille darf den Weg nicht zweimal gehen. Dürfen insgesamt alle Patrouillen keinen Weg zweimal gehen? Weil dann ist das hier komplett unmöglich. Ach nee, dann ist es ja komplett unmöglich. Nee, das war dumm. Entschuldigung. Nicht ablenken lassen. Wir wollen G lösen. G. G sehe ich jetzt auch irgendwie auf Anhieb nicht. F, E, D. Das kann ja nicht zwei sein. Ich sehe bei E und bei G gerade keine Lösung. F, E, D. C ist Nummer 4, B ist Nummer 5 und dann muss er A passieren. Müsste da also stoppen. Kann man an dem eigentlichen Turm vorbeigehen, indem man dann am Ende enden will? Weil dann könnte er A, G, F, E, D, G machen. Und er läuft den Weg nicht zweimal, er läuft einmal im Kreis. Bei E zum Beispiel wäre das nicht möglich. Da würde er einmal den Turm F zweimal passieren. Nee. Doch, er würde Turm G und F zweimal passieren. Also wenn er einen Kreis drehen darf, dann wäre Turm G möglich, aber Turm E sehe ich einfach nicht. Das ist immer der siebte Turm oder man läuft doppelt. Dann würde ich sagen E. Wir haben mal die erste Antwort richtig. Ach ja, natürlich. Jetzt stehe ich in eurer Schuld, falls ihr es also irgendwann mal ein Problem habt, kommt einfach zu mir.
Also gut, ich mache mich auf, um meinen Bericht für den Rat zu entwerfen. Diesen Leistungspunkt für Militäreinsätze habt ihr euch redlich verdient. Juhu! Wir haben 8 Zertifikate und Leistungspunkte. Werte Herr Dekan, und schreiten eure Studien gut voran? Tja, herzlichen Glückwunsch, dafür schubse ich euch mal eben kurz weg. Ihr habt alle eure Fächer abgeschlossen. Dafür verdient ihr eine extra Belohnung. Hier bitte. Wir haben einen Stern. Also gut, weiter zum Unterricht. Was möchtet ihr wissen? Die Magi natürlich. Die Magi sind ein Volk oder eher eine Kultur, die ihre Blüte vor mehr als 2500 Jahren hatte, als die Welt größtenteils unter Wasser stand. Die Legende besagt, dass ihre magischen Kräfte alles bisher Dagewesene übertrafen. Manche Stimmen behaupten sogar, dass sie die Zeit selbst zu manipulieren vermochten. Dabei handelt es sich vermutlich um Übertreibungen ihrer Zeitgenossen, um die merkwürdigen Phänomene zu erklären, die auftraten, nachdem sie das Zeitalter, in dem sie lebten, dominiert hatten, verschwanden sie vor 2000 Jahren vollends. Sie ließen nichts weiter zurück als ein paar Ruinen und viele ungelöste Rätsel. Was möchtet ihr wissen? Erstmal die Magellit. Was wir landläufig als Mageliten kennen, sind tatsächlich die berühmtesten Relikte aus der Zivilisation der Magi. Sie sind recht selten, aber gleichmäßig über die verschiedenen Kontinente verteilt. Welchen Zweck sie dienten, ist nicht genau bekannt. Entschlüsselte Schriften erwähnen einen Weg oder Pfad, aber wohin führt er? Nebenbei bemerkt, war es bei der Suche nach einem Mageliten, dass meine ehemalige Professorin, ebenfalls eine ausgewiesene Expertin für die Magi, den Tod fand. Eine wirklich traurige Geschichte. Was möchtet ihr wissen? Mehr zu der Professorin? Meine alte Professorin war eine führende Expertin für Magi. Sie widmete ihr ganzes Leben der Aufgabe, herauszufinden, warum sie verschwanden. Ich erinnere mich, dass die Mageliten sie besonders interessierten. Sie glaubte, den Steinen wohne eine Kraft inne, die es ihr nach ihrer Aktivierung ermöglichen würde, mehr über die Magi herauszufinden. Sie hatte einen Mageliten entdeckt, den sie glaubte, mit den Zeitsteinen aktivieren zu können. Leider wurde sie von den Piraten gefangen genommen, die zu jener Zeit auf der Insel hausten. Seither ist sie spurlos verschwunden. Das war auf der Insel der Magi, jener, die man jetzt die verfluchte Insel nennt. Oha, da sie nur in Anführungszeichen verschwunden ist, ist sie vielleicht auch durch die Zeit gereist. Der Zeitstein? Der Zeitstein selbst ist ebenfalls legendär. Es besteht ein Zusammenhang zwischen ihm und den Mageliten. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Dieses Artefakt ist um vieles älter als die Magi selbst. So alt, dass sich niemand erinnert, wann oder warum es erschaffen wurde. Ich bin noch nicht einmal sicher,
ob der Stein überhaupt existiert. Der einzige direkte Hinweis, den ich identifizieren konnte, befand sich im Archiv der königlichen Familie von Demonia, das ich besuchen durfte. Der Zeitstein ist offenbar ein großer, runder, schwarzer Stein, in dessen Mitte, ein Auge gemeißelt ist. Das Auge sieht interessanterweise dem ähnlich, das vom Propheten verwendet wird. Ein bizarrer Zufall, wenn ihr mich fragt. Aber ich beschäftige mich kaum mit der Welt da draußen. Das hier dürfen wir nicht vergessen, aber wir machen erstmal die Insel. Die Insel der Magi befindet sich weit im Osten und ist nur per Boot vom Seerahafen aus erreichbar. Sie hat ihren Namen von den Magi-Ruinen, die dort gefunden wurden. Piraten ließen sich auf ihr nieder, wurden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt unter mysteriösen Umständen vertrieben. Egal, was passiert ist, die Fischer weigern sich, sie zu betreten. Ne, ich habe so ein Gefühl, dass wir für das Verschwinden verantwortlich sein werden oder waren. Je nachdem, wie man es betrachtet, von welcher Zeitebene aus. Sie glauben, die Insel sei verflucht. Daher auch der Name, den sie ihr gegeben haben. Verfluchte Insel. Sehr kreativ, wenn du mich fragst. Eine echte Geistergeschichte. Als ob es wirklich welche gäbe. Um zur Insel der Magi zu gelangen, braucht ihr ein Boot. Vergesst nicht, dass nur ein Mitglied des Händlerrates euch einen Geleitbrief ausstellen kann. Was möchtet ihr wissen? Okay, jetzt das Verschwinden. Es ist mit Gewissheit das größte Mysterium aller Zeiten. Warum wurde eine so mächtige Zivilisation wie die der Magi vor 2000 Jahren vom Erdboden verschluckt? Und auch noch so gut wie spurlos. Nach jahrelanger Forschung muss ich zugeben, dass ich nach wie vor keinen blassen Schimmer habe oder keine blasse Ahnung. Was möchtet ihr wissen? Wir haben alles, erstmal nichts. Okay, das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Piraten aufmischen werden, um an den Stein ranzukommen, beziehungsweise an den Mageliten. Nur wie kommen wir an den Zeitstein? Die Dämonen gibt's nicht mehr. Und aktuell können wir auch noch nicht in die Vergangenheit, um den Stein zu besorgen. Weil dafür müssen wir erst den Mageliten aktivieren. Tja, Zeitreisen, das ist immer so eine Krux. Aber gut, wir werden erstmal der ersten Spur folgen. Ich habe übrigens die Spur mit dem verzauberten Wald, in dem die Zeit stillsteht, auch nicht vergessen. Nur ist die Frage, wo ist der? Da wir aber für die Insel definitiv schon mal eine Himmelsrichtung haben, werden wir das in der nächsten Folge angehen. Aber zuvor geben wir den Mädchen da hinten, man sieht sie schon im Innenhof stehen, noch ihr Büchlein. Wir hatten ja schließlich eine Abmachung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.